Hallo zusammen, willkommen zurück zu Might and Magic Teil 8. So, dann wollen wir doch ja nochmal weitermachen. Wir hatten uns jetzt zurückteleportiert nach Schattensumpf und hatten ja auch noch jede Menge Skillpunkte jetzt schon mal wieder ausgegeben. Da gibt es noch relativ viele Sachen, die wir lernen wollen. Also, er will auf Seele Großmeister jetzt nichts. Okay, genau. Und das wäre natürlich sicherlich jetzt schon mal noch so eine wichtige Sache, die wir heute vorhätten. Zunächst mal diese ganzen Lehrmeister wieder suchen. Ist mir unbekannt. Und dann wollen wir jetzt sicherlich auch noch mal ein bisschen was Ich bin mir nicht sicher. ansehen, was wir jetzt für Gegenstände hier haben. Ist mir unbekannt. Schäbig. Okay. 7 Zauberpunkte. Das kann man ja einfach mal nehmen. Das war ja der alte Entschärfenhut. Trägerstresistent gegen Schlaf. Ein Ist Trefferpunkt. mir unbekannt. Ist mir unbekannt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir haben schon einige Sachen hier dabei. Okay, aber bevor wir uns jetzt um das Verkaufen kümmern, würde ich sagen, wir schauen uns erstmal um, wo es was zu lernen gibt. Und zwar hätte ich mir da nochmal eine kleine Liste wieder gemacht. Wir wollen zum Beispiel hier in Schattensumpf Meister. Des Schildes werden. Ah, das ist hier unten. Okay. Schauen, ob wir auch genügend Geld dabei haben. Das sind jetzt wirklich relativ viele Sachen, die es dort mal zu lernen gibt. Ja, für 3000, das ist natürlich echt mal okay. Und du bist noch nicht so weit. Aber ich denke, er kann Meisterschild werden. Jetzt hat er natürlich noch mehr Rüstungsklasse hier. Genau, wird doppelt. Wenn ich sogar noch bessere Schilde schon gesehen? Also er hat jetzt einfach dieses 12er ja zum Beispiel bekommen. Na, ist ja okay. So, das war das, was es in Schattensumpf zu lernen gab. Dann kannst du uns doch mal teleportieren. Und zwar, ja, fangen wir einfach mal von vorn aus an, in Rabenbucht. So. Wir wollen Stabexperte lernen. Und Meister der Plattenrüstung, das ist gleich hier unten irgendwo. Okay, das ist der Kreditgutschein, da müsste das ja direkt daneben sein. Kostet auch nur 3000, das ist natürlich ein fairer Preis. Nimmt halben Schaden von physischen Angriffen, das ist natürlich schon sehr gut. Und ja, nach wie vor immer noch Experte des Stabes. Das ist vielleicht ein weiter hier oben, wo die ganzen Meisterdolch. Großmeister identifizieren, Experte Seelenmagie. Ja, vielleicht ist es dann eher bei den Docks draußen. Oder an dieser einen Häuserlinie hier oben lang noch. Die waren es nicht. Experte Schwert. Dann wird das irgendwo hier oben sein.
Aber solange das nicht alles immer gleich 10.000 oder so kostet, dann sollten wir da mit unserem Geld eigentlich ganz gut hinkommen. Experte des Stabes, so ziemlich geradeaus. Und das linke von den beiden Häusern dann. Gut, Experte kostet natürlich nur 2.000. Nicht, dass uns das jetzt extrem viel bei ihm bringt, aber... Immerhin kriegt er noch ein bisschen mehr Rüstungsklasse, warum denn nicht? Gut, das war jetzt Rabenbucht. Wo geht's jetzt denn? Wir haben in Alba noch was zu tun. Bei den Heiligen, da können wir uns aber offensichtlich nicht hin teleportieren. Schattensumpf haben wir schon mitgenommen. Garottenschlucht, da wollen wir dann am Ende sowieso noch hin. Ja, also das Allermeiste sowieso in Alba, dann gehen wir da auch hin. So. Was wollen wir denn Schönes? Meister am Speer wollen wir nicht. Großmeister am Bogen auch nicht. Experte Dolch. Meister der Kette. Das wollen wir. Für dich nehme ich mal an. Ja, auch nur 3.000. Wahrscheinlich jetzt auch schon Erholungsbonus Malus eliminiert, genau. Und dann Großmeister nimmt 2/3 Schaden. Ah, okay. Dunkelelf Experte, nein. Experte am Schild, nein. Experte Geistesmagie, nein. Meister Fallen entschärfen, nein, sind wir schon. Experte der Wahrnehmung. Ja, das wollen wir. Ich denke, das ist auch für dich. Mal schauen, das war jetzt irgendeins von diesen hier. Okay. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Meister Feuer, Meister Erde. Meistermeditation, das ist wichtig. Das war jetzt, denke ich, hier drüben irgendwo dran. Nur 2.500, das ist natürlich schön. So, wir müssten jetzt noch ein paar Zauberpunkte mehr haben. Na? Natürlich ist dann Großmeister hier das Entscheidende. Na gut, können die nicht werden. Naja. Fehlt uns nur noch Feilschen. Meisterhandel. Oder Handel, wie auch immer. Das war irgendwo hier mittendrin. Hier vielleicht? Genau, das wirst wohl auch du sein. Und eine Persönlichkeit von 50 habt. Okay, deine Persönlichkeit ist natürlich nicht extrem hoch.
Kriegen wir das irgendwo hin? Ja, 5 Persönlichkeit, das können wir natürlich vergessen. Persönlichkeit +12. Ja, also selbst mit dem anderen zusammen reicht das noch nicht. Und da hat man schon reingeschaut. Okay, das ist ein bisschen schade. Ich meine, er könnte auch auf Falschen gehen, aber okay, dann können wir das momentan noch nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt funktioniert, wenn man solche Ausrüstungsgegenstände anlegt oder ob man. Ich meine, eine Sache, die man natürlich einfach mal machen könnte, ist. Also wenn das damit geht. Nö. Also dann wird das wahrscheinlich genauso mit diesen ausgerüsteten Gegenständen nicht funktionieren. Na gut. Dann kann sie das halt erstmal nicht weitermachen. Okay, das sind jetzt die Sachen gewesen, die es hier gab. Wir müssen nochmal zu den Heiligen rüber. Und dann nochmal nach Garottenschlucht, da wollen wir ja generell sowieso hin. Von daher würde ich fast mal sagen, dann können wir genauso gut auch hier jetzt mal diese letzten Sachen ja noch gar Ich weiß es verkaufen. nicht. Giftteilen. Kennen wir bereits. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Vielleicht zuerst Waffen. Wir führen nur das Beste. So, das müsste sowieso so ein. Achso, wir sind bei Waffen. Das kann alles weg. Auch weg. Du kannst das mal rübergeben. Ich habe keinen Platz mehr. Achso, das war jetzt eh Quatsch. Ist aber ein Beidhänder, der wird uns nichts bringen. Ich glaube nicht, dass wir den einhändig benutzen können. So, kriegst du jetzt den Bogen hin? Ich habe keinen Platz mehr. So. Okay, das waren erstmal alle Waffen gewesen. Mal schnell noch zu den Rüstungen, weil die auch noch relativ viel Platz wegnehmen. Wie kann ich euch heute helfen? So, das kann weg. Das müssen wir auf jeden Fall aufheben, das ist unsere Entschärfungsmeistersache. Das kann, denke ich mal, weg. Kann auch weg, das ist unser Entschärfungshut, der kann aber auch weg. Okay, dann zeig mal hier. Ist mir unbekannt. +10 Intellekt. Ich denke mal, da hat er schon was Besseres, aber wir behalten es Ist mal. mir unbekannt.
einfach nur ein 12er Handschuh ohne alles, aber ich dachte, irgendjemand hatte noch einen Handschuh ohne alles. Das ist wahrscheinlich zu schwach hier. Na, das könnte was bringen. Na, mal sehen. Was hast du denn Schönes an? Aber nur 16 Rüstung ohne alles. Na gut. Was hast du? Diese Fechtkunst plus 4, das ist sehr gut. Das passt nicht mehr. Ja, kriegst du noch ein bisschen Intellekt. Kriegst nicht einen Zauberpunkt mehr, aber immerhin. Du hast gute Stiefel. Du hast, das sind wirklich fast genau dieselben Stiefel, nur schlechter. Ja, auch, aber ich denke mal, das ist dann beim Zauberer mir dann wichtiger. Nicht genug Platz. Können wir die nochmal vergleichen? 6 plus 9, 6 plus 6. Hm? Kleine Verbesserung, so. Du hast zum Beispiel einfach nur einen 10er Handschuh. Er hat Resistenz plus 2, na, das ist aber auch albern. Stärke plus 8, okay, das macht eher Sinn. Ja, also mal weg mit der Sache hier. Zack. Achso, Umhänge. Du hast noch einen 5er Umhang ohne alles. Du hast praktisch am Ende einen 10er Umhang und das Persönlichkeit. Ja, dann gib ihm da halt mal diesen Umhang hier. Blub, blub. Ja, das ist der Schlechte. Wie kann ich euch heute helfen? So, nur wichtig, dass wir die hier nicht verkaufen. Monster brauchen wir nicht. Persönlichkeit plus 7 ist, denke ich, jetzt mal auch nicht so wichtig. Ja, weg damit. So, das kann dann auch mal mit weg. Also warte, den Zauberjungs jetzt hier. Aus dem ganzen Land. Lähmung heilen, steil zu Fleisch und Gift heilen, das haben wir alle schon. Also weg damit. Vier Schnelligkeit, das ist Quatsch. Einen Trefferpunkt, also ja, könnte man sich einfach ausrüsten. Das identifizieren. Nichts. Schrapnell, ja, theoretisch nicht schlecht, wenn man es nochmal so hat, aber ob wir es wirklich einsetzen. Kann man mal ausrüsten. Das ist mal okay. Schamanenstab des Geistes. Weg, weg. 3 Stärke. Naja. Aber wir haben noch Ausrüstungsplätze übrig, von daher. Schwerezauber, das ist, denke ich, der stärkste Feuerzauber. Feuererdzauber. Versklaven. Na, Versklaven kann weg. Aber das heben wir uns vielleicht mal auf. Wenn das hier, das müsste, denke ich, Meister sein. Also Großmeister kann sie ja zum Beispiel nicht lernen. Es war mir ein. Das wäre dann Verschwendung. So, Amulette haben sie ja relativ gute meistens. Ja. Ja, dann nimm einfach du dieses.
Das ist einfach ein genaues Upgrade, einfach nur 3 Stärke. Das macht vielleicht auch bei dir noch Sinn am meisten. Ja, die anderen sind schon über 50 von ihren Grundwerten her. Auch wenn wir jetzt natürlich normalerweise immer mit diesen Buffs hier spielen. Ja, das hat nochmal den Schaden erhöht, ist doch schön. Ja, komm, der hat noch fast gar keine Ringe. Gib ihm mal ein bisschen Luftresistenz. Ja, warum denn nicht? Er hat natürlich gute Resistenz mit diesem einen Ring, den er da bekommen hat. Wir führen Raritäten aus dem ganzen Land. Dann kann das hier mal noch weg. Also ja, normalerweise könnte man hier auch mal schauen, ob es da irgendwas wirklich Gutes noch gibt. Aber man sieht ja, da ist auch viel Müll dabei. Es war mir ein Vergnügen. Was natürlich nochmal Sinn machen würde, wäre, wenn wir solche Feuerresistenztränke finden würden. Aber das Problem ist halt, wir bräuchten auch noch 3 davon. Also wenn wir jetzt einen einzelnen mal sehen. Heldentum, Bewahrung. Das war, denke ich, ein weißer Trank oder sowas. Ja, also leere Flaschen kriegt man, wie man sieht, immer wieder, wenn man die irgendwann mal wieder braucht. Können wir auf jeden Fall schon mal einen Main-Save hier machen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal Richtung Murmelwald. Dort wollen wir gern noch Lichtmeister werden. Wir könnten jetzt schauen. Benötigt ihr eine Kutsche? Ja, zufällig dahin fährt. Nein, nach Schattensumpf wollen wir jetzt gar nicht. Einziger Nachteil, wenn man jetzt darüber geht, dass wir halt relativ viel Nahrung verbrauchen. Aber wir haben da drüben halt jetzt nichts, wo wir uns hin teleportieren könnten. Naja, was soll's. So, also heute natürlich mal ungewöhnlicherweise etwas zeitiger als sonst, weil ich heute halt Zeit dazu habe. Es gibt heute Abend um 20 Uhr natürlich trotzdem, wie geplant normal, dann auch nochmal eine weitere Folge, wobei das wird dann Secret of Evermore werden. Höchstwahrscheinlich die letzte Folge, die wir dort, die es dann, dort dann zu sehen gibt. Ich bin halt immer noch am Überlegen, wenn wir jetzt einfach mal hier... Wenn wir jetzt einfach mal das Spiel beenden. Das ist nicht das, was ich meinte. Gut, dass ich jetzt gerade nochmal gesaved habe. Jetzt verhaut es mir natürlich das Bild wieder, weil ich nicht mehr maximiert habe. Alles wird gut. So, jetzt sollten wir eigentlich wieder was sehen. Ja. Okay, in dem Fall hat uns das mal was gebracht hier. Was ich eigentlich wollte. Natürlich mal zu schauen, was passiert denn, wenn wir hier einfach mal was runterregnen lassen. Ach, sie können aber auch fliegen. Okay, also vielleicht gar nicht so sinnvoll.
Naja. Ich denke, mit denen sollten wir uns jetzt noch nicht anlegen, unbedingt. Nun gut. Meister der Lichtmagie, er ist also auch irgendwo da unten. Hier vielleicht? Nein. Nein. Meister der Lichtmagie, 4000. Das ist ja mal okay. Man bedenkt, wie teuer die Lichtzauber normalerweise sind. Okay, es heißt also, Tag der Götter wird jetzt auch steiger. Kommt herein! Wir könnten jetzt hier nochmal rasten, ist wahrscheinlich egal. Ja, ich hoffe, ihr werdet Schlaf finden. Jetzt können wir natürlich auch nochmal in diese... in diese Gilde hier reingehen. Wenn eine sie jetzt nicht zuhören, nein. Angefüllt mit Wissen um die Magie. Was gibt's denn hier? Solarstrahl. Nur unter freiem Himmel und macht natürlich relativ viel Schaden, kostet auch 50 Zauberpunkte. Tag des Schutzes. Das ist mal nicht schlecht. Prismenfeuer haben wir schon. Tag der Götter haben wir ja. Der Tag des Schutzes würden wir gern mal haben. Er kostet natürlich 23.000, aber ist auch egal. Beziehungsweise sie kriegt es ja noch ein bisschen günstiger. Solarstrahl. Stunde der Macht. Kostet sogar noch mehr Zauberpunkte. Die Zauber werden mit der vierfachen Fertigkeitsstufe in Lichtmagie ausgesprochen. Ist halt die Frage, in der Meisterstufe dann jeweils? Also das ist natürlich auch schon sehr stark. Ja. Also man kann es halt auch einfach krassen, aber wenn er halt sagt, vierfache Stärke, das klingt schon verdammt gut. Dann hat er natürlich fast keine Zauberpunkte mehr, wenn er das alles gecastet hat. Aber Tag des Schutzes macht auf jeden Fall mal Sinn. Ich denke, wenn wir da hier, ich sag mal, Heldentum und sowas einzeln casten, Eile machen wir meistens gar nicht. Heldentum und Segen einzeln casten, ich denke, das bringt uns momentan noch mehr. Es wird ja auch langsam Zeit. Eine Büchersammlung. So. Aber Tag des Schutzes ist, denke ich mal, natürlich auch von den Zauberpunkten her nicht unbedingt effektiv, das zu benutzen. Aber ist natürlich schon wesentlich einfacher, als da bei allen durchzugehen. Man müsste jetzt natürlich mal schauen... 3 Punkte pro Fertigkeitsstufe. Okay, also das wäre, wenn es vierfache wäre auf der normalen Stufe, dann schon effektiver als hier. Ja, auch stärker als das. Körperresistenz. Ich weiß nicht, ob es auch noch Geistresistenz oder sowas gibt. Naja. Egal. Dann müsste es hier nach Karottenschlucht gehen. Hier gab es jetzt, denke ich, auch keine Kutsche, wenn ich mich da recht entsinne.
Na, wir könnten uns jetzt ein bisschen rumteleportieren. Ob wir irgendwo eine Kutsche finden, die uns dorthin bringt. Beziehungsweise, na, was wir eigentlich mal machen wollten. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Wir wollten eigentlich mal von Rabenbucht aus sehen, wo man da lang gehen muss. Ach, da sehen wir es auch hier, wird der Weg rüberführen. Ja, Wolfshöhle kann weg. Das war ein ganz schöner Weg, aber so kann man sich das da mal nehmen. Na, ich denke, das ist mal okay. Da werden wir mal hinlaufen. Ja, schon okay. Und dann müssten wir ja dort bei der Brücke rauskommen. Wo es dann Richtung Norden zu diesem letzten Eb-Tempel ging. Genau, nach Karottenschlucht. Genau, und dann sind wir doch hier auch schon gleich da. So wie Schutz gegen die Zaubersprüche Federfall und magisches Auge. Was? Also, dass uns die Gegner mit magisches Auge nicht sehen. Das habe ich jetzt nicht ganz eingesehen, was das bedeutet, ob wir das auch gleich mitbekommen. Ich denke, Schutz ist auch noch ein Zauber. Also wir kriegen auf jeden Fall. Na ja, komm. Luft, Feuer, Wasserresistenz, magisches Auge. Wir haben jetzt keine hier. Tag der Götter, ein Tag und 3 Stunden. Ich dachte, es steht da, es hält so lange, bis wir schlafen. Die Gruppe ruht. Ich meine, das steht jetzt hier nicht nochmal explizit bei dem anderen da, aber naja. Das werden wir auf jeden Fall herausfinden. So. Also, wir wollen jetzt hier Meister des Bodybuildings werden. Okay, ganz da außen. Warst du das oder das nächste? Großmeister des Lernens, ne? Das ist ja mal was. Meister im Bodybuilding. Nee, das ist doch 7. Ihr habt nicht die Anforderungen. Also ich weiß nicht, höchstens kann es sein, dass man
was anderes sagt er uns jetzt nicht. Möglicherweise brauchen wir mehr Ausdauer. Könnte jetzt sein. Hat er uns jetzt halt nicht explizit genau gesagt. Hier steht nur 7. Fertigkeitsstufe und 2500 Gold besitzt. Ja, steht jetzt vielleicht einfach nicht mit dabei. Weiß ich nicht, vielleicht kann man es im englischen Original lesen oder irgendwie sowas. Nun gut, nichtsdestotrotz können wir nochmal einen Main-Save machen, weil wir hier jetzt ja in der Stadt sind, also ist eigentlich sicher. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal dieses Kartenteil hier sozusagen mal an. Wir könnten erstmal den Weg entlang gehen. Vielleicht noch das Einfachste. Schon mal so einen groben Überblick zu bekommen. Wir hatten ja vorhin schon irgendwelche Drachen da rumfliegen sehen. Woher soll ich das wissen? Ist mir unbekannt. Ah, das sind doch Nagas. Irgendjemand wollte doch mal Naga heute oder sowas haben. Das sind ja verdammt viele. Ich erkenne es nicht wieder. Ist mir unbekannt. Ah, können wir noch mal regnen lassen hier? Mir unbekannt. Das sollte jemand anders ansehen. Die normalen Nagas werden sicherlich nicht so das Problem sein. Das denke ich noch zu weit weg. Das sind schon ein paar. Nochmal regnen. Ja, das hat richtig reingehauen. Die sind alle weg. Halt auf die HP ein bisschen aufpassen, aber soweit sieht es noch ganz gut aus. Sie müsste jetzt mal leicht geheilt werden, vielleicht. Ja. Die natürlich so schön eng zusammenstehen, ist natürlich genau richtig für uns. Gut gemacht. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Dass man jetzt auf der Karte so wenig sieht, sollten da nicht noch mehr rote Punkte sein. Oder ist das jetzt so nah rangezoomt? Ja, komisch. Also das sind auf jeden Fall mal Gegnermengen hier. Also 410.000 im Prinzip, ja. Aber 14 ist jetzt auch egal. Ja, gar nicht mal so viel ein Tausender mehr. Ja,
Ich denke mal, wir können ja auch ein bisschen nah rangehen. Was mit dir? Du bist vergiftet. Das kriegen wir, denke ich, hin. Das ist wahrscheinlich Körper, oder? Gift heilen. So. Ich erkenne es nicht wieder. Also sie scheinen vorzüglich auf sie zu gehen. Ich benötige Hilfe. Sie haben es geschafft. Ist mir unbekannt. Aber wie schon gesagt, es sind schon wirklich verdammt viele. Ist mir unbekannt. Woher soll ich das wissen? Also einen Tod können wir uns ja natürlich nicht leisten. Das sollte sich jemand anders ansehen. Aber ein bisschen großartig. Zu viel Geld jetzt. Ist mir unbekannt. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Ist mir unbekannt. Nochmal nachlegen hier. Natürlich hinter so einem bescheuerten Hügel hier. Das Monster ist tot. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Der Waffe kaputt? Nein. Großartig. Na, es sieht so aus, als ob man sie auch so ein bisschen klein kriegt hier. Wir haben es geschafft. Ich erkenne es nicht wieder. Ja, das sind dann wohl diese Nager heute. Oh ne, das sind meine Disarm-Stiefel. Rostiger Krummsäbel. Weg damit. Braucht wirklich keiner. Schäbig. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es die, wo man die heute verkaufen konnte. Ich dachte eigentlich fast in Rabenbucht, aber da will ich mich jetzt nicht zu sehr da festlegen. Ist mir unbekannt. Einer weniger. Ich erkenne es nicht wieder. Ja, das war mal ein bisschen Schaden jetzt.
52. Okay, er kann also doch auch Schaden machen. Ist mir unbekannt. Wir haben es geschafft. Ah, das ist eine Menge Gegner hier. Erledigt. Und hier scheint ja auch irgendeine Art großer Tempel zu sein. Ist mir unbekannt. Schäbig. 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 Okay. Also die Häute musst du sowieso am Ende nicht tragen. Das ist, denke ich, egal, wer die hat, wenn man die dann am Ende nur verkauft. Oder ab, also was heißt verkauft, dort abgibt. Ja, machen wir das erstmal so. Wo diese rote hier scheint wohl ein bisschen die stärkere gewesen zu sein. Okay, dann mal wieder langsam. Ich erkenne es nicht wieder. Das ist eine Königin, okay. Ich erkenne es nicht wieder. Ach, da oben ist auch eine. Das sollte sich jemand anders ansehen. Ja, auf jeden Fall noch ein paar übrig von denen. Weiß nicht, warum die explizit. Na gut, kann natürlich sein, dass es einfach eine Sache ist, dass die Naga eine gewisse Abneigung gegen Dunkelelfen haben. Die Untoten haben ja auch immer nur unseren Priester angegriffen. Also immer nur, solange er halt noch am Leben war. Nicht da hinten hinschießen, weil er nicht treffen kann, weil er dann Bögen. Das macht nicht so besonders viel Sinn. Okay, bei der Königin muss man doch noch mal ein bisschen aufpassen. So ein Heilgegenstand? Nein. Also sie ist nicht dran. Ach, wir hätten uns den rüberziehen müssen.
Das ist eine Fiole. Eine gute Mischung. Ja, ist jetzt auch nicht mega viel, aber... Gifthallen scheint doch eine etwas längere Regenerationszeit zu haben, wie es scheint. Ja, wenn er heilen zaubert, ist er gleich wieder dran. Okay, eins davon kann er noch mitnehmen. Ist natürlich auch ein recht großes Gebiet, was wir hier dann aufdecken, aber ist ja schon mal gut. Vielleicht mal ein Temp-Save hier. Segen und Heldentum. Nicht extrem lang noch, aber wir haben es noch. Ja. Das mal viele. Ja, jetzt haben wir eine Königin hier. Ist mir unbekannt. Nach der Gruppe hier müssen wir auf jeden Fall mal. Natürlich noch mehr. Ich erkenne es nicht wieder. Na gut, wir haben es jetzt gerade noch mal gecastet. Ja, ich denke, ein paar von denen sind noch möglich. Wie viele Zauberpunkte hast du eigentlich mittlerweile? Wie regenerierst du die ganze Zeit 27? Ja. Reicht das für einmal Meteorregen? Ich denke, es kostet 30 oder so. Sollte sich jemand. Aber gleich wieder eine Königin. Ja, das sollten wir nicht übertreiben hier. Ist mir unbekannt. Ist mir unbekannt. Nein, kostet nur 20. Der Sieg ist unser. Das war natürlich jetzt wirklich sehr gut gezielt auch. Kann man schon mal zugeben. Was ist das denn hier eigentlich? Also irgendein Tempel, ja schon klar. Naga-Gewölbe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir doch irgendwas mit Nagas machen sollten, oder? Der eine soll hier irgendwo im Murmelmalt sich aufhalten. Heimatland der Trolle.
wissen wir nicht. Wir haben jetzt ja zum Beispiel diese Barbarenfestung befreit. Vielleicht hilft denen das. Wir suchen einen Speer. Prophezeiung der Sonne im verlassenen Tempel. Das andere ist eine Dunkelelfensache, Buch von Kehl wahrscheinlich auch. Liefert einen Bericht ab. Schild Eclipse. Feuerresistenz. Eine Drachenflugblume. Töte alle Drachen. Da hätte ich ja vermutet, dass man das machen muss, um mit denen eine Allianz zu gründen, aber das ging wahrscheinlich auch einfach so. Nö. Also wir haben jetzt nichts explizit mit einer Naga-Unterkunft. Aber vielleicht finden wir dort auch einfach einen Gegenstand, den man halt da irgendwo wieder gebraucht hätte. Schäbig. Ist mir unbekannt. Dann müssen wir den halt mal mitnehmen. Krankheit heilen. Der ist nicht gänzlich unnützlich. Schäbig. So, das dürfte schon nichts Neues sein hier. Ja. Dreckiger Kessel, den wollen wir nicht mitnehmen. Ich meine, wir könnten natürlich... Oh, gab es da ein Gasthaus? Ja, ich denke schon hier drin irgendwo, oder? Da können wir natürlich garantiert und sicher schlafen. Aber, naja, können wir einfach speichern. So, Tag des Schutzes. Ich erkenne es nicht wieder.